Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Hat der geliebte Sohn den Tod am Kreuz auf sich genommen, um alle Menschen zu erlösen. Gib, dass wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht und Wesenheit erkennen und in Ewigkeit teilhaben an der Frucht der Erlösung. Darum bitten wir, Jesus Christus, deinen Sohn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag nehmen wir aus dem Buch des Alten Testamentes, im Buch Numeri. Christus Jesus war wie Gott, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Jesus sagte zu Nikodemus: Niemand ist in den Himmel aufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Denn wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder glaubt und in ihm das ewige Leben hat. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab,
gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. So bei den Worten des Heiligen Evangeliums. Lob sei dir, Christus. Die Worte des Evangeliums mit dir werden unsere Sünde. Liebe Gläubige, liebe Christen, wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, heute, am heutigen Sonntag, am 14. September, feiert die Heilige Kirche das feste Kreuzerhöhung Jesu Christi. Im Mittelpunkt des Festtages steht das Kreuz Jesu Christi, auf dem er die ganze Welt erlöst hat. Jesus hat freiwillig das Kreuz auf sich genommen und freiwillig aus Liebe zu seinem himmlischen Vater das Kreuz getragen, obwohl es schwer war, so wie der Herrgott das von ihm verlangt hat. So soll auch wir Christen trachten, das Kreuz, das Christus auf den Schultern legt, freiwillig mit Liebe zu tragen. Es kann in verschiedenen Formen sein. Es kann in der Form einer schweren Krankheit sein, in der Form von anderen Schicksalsschlägen. Denken wir an diese armselige Leute, die in diesem Jahr durch das Hochwasser, Überflutungen so viel gelitten haben. Die schwere Kreuze hat der Herrgott auf die Schulter gelegt. Sie musste es tragen, so wie der Herr es will und solange er es will. Ja, so will auch wir trachten, das Leben des Kreuzes auf uns zu nehmen. Wie gesagt, sollten wir krank sein, sollen wir in der Krankheit auf das Kreuz blicken und erblicken, o Herr, gib mir Kraft und Geduld, dass ich in Liebe dein Kreuz tragen kann, so weit wie du es willst und so wie du es willst. Ja, in diesem Sinn wollen wir heute das Kreuz verehren und zum lieben Jesus beten. Und Jesus Christus, der du auch dein Kreuz auf dich genommen hast, erlöse uns von allen Übeln und schenke uns durch das Kreuz der ewigen Glückseligkeit, der ewigen Frieden. Amen. Wir beten das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlasse. Auch uns rein und alle Schuld, damit wir
allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen, und gib Frieden unseren Tagen. Komm und sie hilf mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir vor Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Der Herr hat zu unserem Apostel gesagt, Frieden, da lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche, schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und Versöhnung. Lamm Gottes, das erweckt uns in der Welt, wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Herr, ich bin nicht möglich, dass du eintrittst in meinen Tag, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi schenkt mir das ewige Leben. Das Blut Christi schenkt mir das ewige Leben. Thank you.
Messe sein muss die Kirche, und am kommenden Sonntag werden heilige Messe, so wie heute sein, um 9 Uhr in ungarischer Sprache und um 10 Uhr in deutscher Sprache. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, der Herr. Auf Wiedersehen. Ich bin vorher gegangen. Ja, in